Sehr schön, herzlich willkommen. Es ist immer wieder eine Freude, das vorzubereiten. Ich weiß jetzt nicht, ob der Carsten da ist. Ich bin da. Sehr gut. Wir haben neue und alte Gesichter heute, das freut mich besonders. Ich habe gesehen, dass der Peter mit in der Runde dabei ist und ich habe im ersten Moment mit Namen nichts anfangen können. Aber machen wir es doch einfach so, mal eine ganz kurze Vorstellungsrunde und ich würde das Wort mal an den Peter weitergeben. Ja, mein Name ist Peter Rossbach und ich bin Systemarchitekt, bin der Gründer der B42 Solutions GmbH, mache sehr viel im Bereich Infrastruktur Development in den letzten 20 Jahren, bin Apache Tomcat Committer und Contributor, Apache Member, arbeite lange Jahre irgendwie jetzt mit dem Niklas zusammen. Und haben dort jede Menge interessanter Dinge getan. Ich kenne den Bernhard und den Mario seit ungefähr 15 Jahren, schätze ich mal so, und habe mit denen irgendwie schon einiges in ihrer Infrastruktur gerade gebogen. Das ist richtig. Ja, so ist der Kontakt zustande gekommen. Irgendwie heute Morgen habe ich halt mit dem Mario geplauscht und der meinte halt, mach mal. Genau. So bin ich zu euch gekommen und bin ganz gespannt. Perfekt, freut mich. Ich war nur sehr irritiert, wie ich im Google-Formular deine Daten drin gehabt habe. Ich habe gedacht, schauen wir halt einmal, weil von nichts kommt nichts. Ja, gut. Ja, können wir dann sehen. Naja, schauen wir halt einmal, was dabei rumkommt. Wir haben einiges auf der Agenda, weil wir immer 1000 Ideen haben, aber viel zu wenig Zeit. Lieber Kevin, wie ist denn das Wetter bei dir? Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gern doch. Kevin, mein Name. Ich bin Monitoring Solution Consultant. Bin seit 5 Jahren im Monitoring unterwegs und mache allerhand wilde Dinge bei diversen Kunden. Und du kennst, naja, mich kennst du kennst den Carsten in der Runde. Was ein schönes Stichwort ist, der Carsten ist wieder da und hat uns hoffentlich Keksis mitgebracht. Die Vorräte sind leider bei null. Ich muss erstmal wieder nach Österreich. Okay, für die anderen das Kontext, du machst auch viel mit Monitoring, oder? Ich mache viel mit Monitoring, momentan aber mehr wieder in der Powerwelt unterwegs, wie mir lieb ist. Okay, ja, da wird was dabei sein. Die anderen kennen sich wahrscheinlich untereinander nicht unbedingt. Ich frage mal, wie das Wetter in Kärnten ist. Super. Ja, mein Name ist Bernhard Rausch. Bin schon seit 17 Jahren in der IT tätig mittlerweile. Ja, 17 plus möchte ich schon fast sagen. Ja, bin viel mit Docker unterwegs, alles was Monitoring auch betrifft, Backup und so weiter. Natürlich auch viel Berührungspunkte mit neuen Technologien, so wie wir es heute noch sehen werden, mit Elastic und Grafana, Logstash, ähnliche Dinge. Ja, ja, that's me. Perfekt. Schauen wir mal, wer der Nächste in der Runde sein könnte. Frag mal den Niklas, ob er heute ein Paket bekommen hat. Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. Aber sonst, das Wetter ist im Wattenscheid sehr schön. Schön sonnig. Kommt bestimmt am Morgen oder so. Obwohl ich schon die Poststelle im Haus bin. Aber heute ist nichts eingetroffen. Ja, dann hast du wahrscheinlich einen Zettel bekommen. Egal. Ja. Wäre zu schön gewesen, wenn es einmal funktioniert hätte. Gut. Ich sehe, wen sehe ich denn da noch? Meine Wenigkeit vielleicht. Ich bin derjenige, der diese komische Idee hatte mit dem Käffchen. Und ich komme aus, naja, 11 Jahren oder 10 Jahren Icinga Monitoring-Entwicklung, bisschen jetzt umorientiert für GitLab. GitLab alleine ist aber wahrscheinlich nicht alles, was mich interessiert. Gestern mir ein bisschen mit Kubernetes und Monitoring rumgespielt und viele andere Themen halt, was so abgeht. Im besten Fall hoste ich nur die Zoom-Session und mache ein bisschen Protokoll, weil jeder andere super tolle Demos vorbereitet. Ja, haben wir noch jemanden vergessen? Ich glaube, ja. Ich wollte mich drücken. Also, hallo, mein Name ist Michael Aigner. Ich bin Produktmanager und Softwareentwickler bei der Firma ZKW in Wieselburg im schönen Österreich. Bin jetzt Softwareentwickler 14, 15 Jahre lang. Habe aber auch immer mehr von, also hauptsächlich C++ und habe jetzt aber auch in den letzten Jahren immer mehr DevOps-mäßig Dinge gebaut, hauptsächlich Automation-Tools, alle möglichen Automatisierungen und baue halt diverse native Integrationen in Betriebssysteme wie Windows und solche Dinge auch. Ja. Gut, ich glaube, da nein, nicht an Michael zurück. Ich glaube, der Greg ist auch da. Ja. Ja, also ich bin tätig bei Basler AG. Die machen tatsächlich Monitoring-Software. Schön zu hören, dass so viele im Monitoring-Bereich sind. Vielleicht habt ihr der eine oder andere PRG gehört, was davon gehört. Ich komme ursprünglich aus Kalifornien und bin seit 7 Jahren hier in Deutschland und ich bin momentan unterwegs im Cloud-Bereich, also ich entwickle ein SaaS-Produkt und wir haben so Lift and Shift gemacht und ich bin sogar heute ziemlich viel beschäftigt mit Lambda und Step-Functions und AWS und so. Und ja, das ist, was ich gerade so mache. Perfekt, vielen Dank. Wir haben uns wieder mal zusammengefunden. Die Agenda ist ziemlich lange, das ist ja viel Lesestoff dann für die Nachwelt drinnen. Wir haben vor Urzeiten einmal darüber gesprochen, dass wir so einen Cron-Wiki-News-Ersatz bauen wollen. Aktuell immer, wenn ich was Interessantes sehe, dann mache ich Copy-Paste in das Markdown rein. Das heißt, das Capture fragt mich halt die ganze Zeit, ob ich wirklich kein Roboter bin. Und es sind halt ein paar interessante Sachen diese Woche gekommen. Wenn's die Muße habt, das euch einfach durchzulesen, kann man das gerne asynchron machen. Die interessanten Geschichten, die noch aufgekommen sind, ich habe jetzt Google Analytics für die Webseite mal installiert, um zu sehen, wie die Blogposts überhaupt funktionieren. Das habe ich nämlich vergessen gehabt. Ich habe dann einen Screenshot angehangen für die erste Woche oder für die ersten paar Tage. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wichtig ist, mir ist es wichtig, dass es transparent ist. Also es ist in meinem Account drinnen, aber es kann natürlich jeder ja kommen und sagen, du, ich würde gerne die letzten Zahlen von der Webseite sehen. Vielleicht kann man das irgendwie offener gestalten, keine Ahnung. Ich finde das Google-Interface sehr schwierig zu navigieren, ehrlich gesagt. Kennst du Phantom, heißt es, glaube ich? Das ist so eine Alternative zu Google Analytics, die halt auf Privacy ausgelegt ist. Sagt man nichts. Kann ich das einfach mit JavaScript einbinden in Hugo? Yes. Soweit ich weiß, ja. Kann man ja gucken, ob man das nutzen kann. Und dann hat man diese Privacy-Probleme nicht. Oder wenn man es selber betreiben will, gibt es Matomo, theoretisch. Matomo? Wieder was Neues gelernt. Fällt mir noch dazu ein. Sagen wir so, ich habe den Weg des geringsten Widerstandes gewählt und nachdem ich selber Google Analytics schon hatte und auch wissen wollte, wie es mit Hugo geht, habe ich dann rausgefunden, dass es eigentlich ganz einfach ist und einen Blogpost drüber geschrieben, der da verlinkt ist. Ja, und im gleichen Atemzug wollte ich ein Image oder ein Bild embedden im Blog und habe das auch gleich dokumentiert, wie das geht, beziehungsweise eine Location dafür ausgewählt, muss ich wieder zwischen Englisch und Deutsch geistig übersetzen. Ja, und die andere Idee, die ich euch noch ans Herz legen wollte, ist aus einer Gitterdiskussion von wegen Topics für das 14. oder 15. Käffchen, wo man nicht ganz sicher war, ob das jetzt eine Issue-Nummer ist oder eine tatsächliche Zahl, habe ich jetzt das Topic ID-Label gebaut, was im Endeffekt dazu führt, dass man ein neues Ticket machen kann. Ach so, habe jetzt genau das Falsche verlinkt. Ich kann ein neues Ticket machen und dann kann ich sagen, ich möchte eine neue Idee pitchen und dann kriegt man da ein bisschen ein paar Vorschläge. Und das Ganze ist aus dem heraus entstanden, dass man natürlich immer wieder Themen sammeln, die vielleicht interessant sind, aber noch nicht spruchreif, oder wir wollen es einfach einmal so durchbesprechen. Und dieses wunderschöne Label habe ich einmal draufgeklebt für 2 Ideen von meiner Seite, und der Nico würde auch gerne was vorstellen von dem, was auf der GitLab Commit dann bespricht oder herzeigt im Security-Bereich. Das ist jetzt einmal einfach eine neue Möglichkeit, Ideen zu sammeln. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja. Und ansonsten haben wir ja letzte Woche angefangen, ein bisschen uns Log-Processing anzuschauen mit Vector und dann auch Grafana Loki, und dann haben wir noch einen Kubernetes-Cluster live installiert, soweit ich mich entsinne, beziehungsweise Grafana da rein installiert. Da haben wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, weil nämlich der Vector-Account hat sich gefreut, der Grafana-Account hat sich gefreut, und dann haben wir noch K3S Sub, glaube ich, gehabt. Das heißt, Ketchup, so steht da drinnen, wie man so ausspricht, kann man das einfach nicht merken. Und der Alex hat sich auch gefreut, also auf Twitter ist es da ein bisschen rundgegangen. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, Niklas, du hast was vorbereitet. Ja, also ich hoffe, es geht jetzt noch, weil gerade ist mir das Herz ein bisschen stecken geblieben, ist aber nicht schlimm. Ja, dann stoppe ich mal meinen Share und wir schauen einfach, was du Schönes getrieben hast die letzte Woche. Oder so. Im Urlaub. Ja. Wann ich es gemacht habe, ist ja egal. Hauptsache, ich habe was gemacht. Jetzt muss ich nochmal durch den Screen schauen. Cool. Ich habe drauf gedrückt und es passiert nichts. Doch, es dauert nur wieder länger. Und ihr könnt diesmal auch alles direkt sehen, ne? Wahrscheinlich. Diesmal nicht, dass es zu klein ist. Schon cool. Gut lesbar. Genau, also. Es war ein bisschen mühselig, die Logs hier reinzukriegen. Was heißt mühselig? Es war halt eine Herausforderung, sage ich mal so. Und zwar ist es jetzt so, nicht von den Logs an der Seite, ich kann ja immer passieren, irritiert das nicht. Genau, wir sind, glaube ich, so auf mehrere Fehler zeitgleich in dem Sinne drauf gestoßen. Ich habe halt mir dann, um das halt generell zu debuggen, habe ich erstmal eine einfache Variante erstmal dahin gewählt. Okay. Bin den Tieren nochmal ein bisschen hochgegangen in dem Sinne, dass ich Loki jetzt nicht direkt dann in Kubernetes nochmal deployed habe, weil ich mir gerade dann nicht sicher war, dass das der Fehler sein kann, ob irgendwas im Kubernetes noch nicht richtig konfiguriert ist, der Node-Pod nicht richtig konfiguriert war. Und deshalb habe ich dann lokal einfach Loki einmal bei mir lokal gestartet mit Docker Compose. Das war auch soweit dokumentiert. Und damit konnte ich dann das auf jeden Fall mit Vector soweit nachvollziehen, was da halt irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Lustigerweise habe ich heute wieder andere Fehler nochmal gesehen, die ich vorher beim Proben auf meinem lokalen Rechner nicht hatte. Das spricht dafür einfach nur, dass man vielleicht Vector doch nur im Container laufen lassen sollte. Wenn man weniger diese Probleme hat. Also generell ist es jetzt vielleicht nochmal so, um das nochmal ein bisschen so zusammenfassen. Die Annahme von letztem Mal ist es halt so, dass wir jetzt halt einen Vector in dem Sinne installiert haben auf einem Node und der schreibt jetzt halt in unser Loki halt rein. Das Loki wird dann halt abgefragt vom Grafana in dem Sinne, das sieht man jetzt hier auch. Wir haben uns ja lustigerweise die ganze Zeit darüber gerätselt, wie man an diese Labels kommt, bis wir halt dann verstanden haben, wie die Beispiele halt gehen sollen. Das habe ich dann auch dank der Hilfe von eurem Input, habe ich das dann auch relativ zeitnah dann gecheckt, wie es dann geht. Das heißt, man musste halt in dem Sinne, kann man jetzt Labels direkt so benennen. Das ist wirklich der Key und dann ist das halt in dem Sinne der Value. Und nicht, dass sie halt das doppelte Key, ich habe direkt einen Pull-Request dafür aufgemacht und gesagt, machen wir bitte ein namhafteres Beispiel als nur Labels.keys und dann Value und dann nochmal Labels.keys.value. Also weil das ist halt in dem Sinne, das ist jetzt der Label, den wir hier sehen, ist der gleiche, die Kardinalität halt in dem Sinne das Log-Label in Loki. Das heißt, da kann man eigene Sachen spezifizieren, man kann sogar, das habe ich aber noch nicht geschafft, wie das funktioniert, ist halt, man kann später von den ausgepassten Events, kann man dann halt auch die einzelnen Felder nehmen. Zum Beispiel wäre jetzt ein gutes Beispiel dafür, aber es wird wahrscheinlich jetzt eh nicht klappen auf Anhieb, ist halt, dass man halt, man kann halt durch die Transformation im einzelnen Loki-Fall, kann man dann halt auch sagen, hey, ich möchte halt nur den Host-Wert haben oder den, dann kriege ich halt ein eigenes Label mit Key-Value raus und kann halt das dann weiter verarbeiten. Und dann könnte ich halt hier sagen, gib mir bitte mal nur noch den Host und dadurch würde ich halt dann dieses Feld halt kriegen. Das ist eigentlich relativ cool. Jetzt habe ich halt noch ein bisschen mehr mit rumgespielt und halt auch generell rausgefunden, woran das, ich glaube, letzte Woche war das Problem ursprünglich ein einfaches, wie immer. Und zwar ist halt so, wir haben ja Loki von Hand installiert oder halt, nicht Loki, wir haben ja Vector von Hand installiert. Jetzt muss ich einmal prüfen, wo das File lag. Vector, genau. Und mir ist zeitgleich dann halt auch aufgefallen, dass, deshalb ging das wahrscheinlich mit den Apache-Logs einfach nur nicht, ist der Punkt, dass Vector selber als ein anderer User läuft im Systemd. Die laufen als unprivilegierter User, als Vector-User. Und da die Apache-Logs, die wir standardmäßig installiert haben, einfach unter log Apache 2 sind, haben die halt leider nur Root-Rechte und gehören in der Admin-Gruppe an. Deshalb kann Vector dann die Logs nicht scrapen und Vector gibt aber auch keine Fehlermeldung, dass er keine Permissions hat. Da bin ich nur durch Zufall gerade drauf gestoßen, weil bei mir ging es gestern halt, weil ich das halt im Container einfach mal alles hochgestartet hatte. Und da habe ich Root-Rechte drin, standardmäßig. Das heißt, wenn man das Docker-Image auch verwendet von Vector selbst, wird man da keine Probleme mit haben. Da kann man sich die Files einfach reinmounten und er kann die lesen, weil im Container ja dann wieder mit der User-ID 0 läuft und da wäre das Problem halt gar nicht erst aufgefallen. Das ist halt security-technisch aber in Frage zu stellen, gell? Ja, also das ist halt, ich habe halt dann in dem Sinne dem User Rechte gegeben mit einem einfachen User-Mod, habe dem halt die Rechte gegeben und dann konnte auf einmal der Vector halt in dem Sinne dann die Logs lesen und dann kriegt man auch ein bisschen mehr Informationen raus, womit man dann auch arbeiten kann, dass er dann auf einmal sagt, hey, das Regex funktioniert einfach gar nicht. Das ist jetzt so eine Ahnung, und ich kann mal eben am Anfang springen. Genau, also ich habe jetzt halt noch in dem Sinne noch was anderes. Warum wusste ich das, dass es halt so schnell geht? Ich habe halt in dem Sinne in der Vector-Tommel jetzt auch nochmal Docker als Input, als Event-Input genommen. Und da kam ich schon auf den gleichen Fehler, dass er gesagt hat, er hat nicht genug Permissions, um auf den Socket zuzugreifen. Weil er liest das über den Docker-Socket aus, das Standard-Event-Ding. Das heißt, ich gebe nur im Vector nur noch ganz einfach als Konfiguration den Typ einfach der Source Docker an und dann geht er standardmäßig halt auf den Socket und holt sich darüber halt die Container-Logs raus über den API-Server. Das ist security-technisch auch problematisch, weil wenn man Docker-Socket-Rechte hat, hat man Root-Rechte auf dem System, weil man standardmäßig, also ich kenne wenige Leute, die den Docker-Daemon halt abgesichert haben, dass man eigene User da denen anmelden kann. Ist jetzt die Frage... Mit Opa arbeiten, ne? Scheint ja. Security-Policy hinterlegen und eine Authentifizierung, um das schon, dass du ihn einschränken kannst. Ja. Man muss halt machen, irgendwie standardmäßig halt ziemliches Gefummel. Ne? Also ja, ohne Opa irgendwie wüsste ich jetzt nicht, wie du das hinkriegst. Ja, es gibt ja noch dieses von G-Twist oder so von früher noch. Ja, aber das ist ja irgendwie kaputt. Ja. Nee, und damit habe ich dann halt die Logs ins Grafana reingekriegt und dann kann man die jetzt hier auch schon auswerten. Jetzt sieht man nämlich auch, was jetzt auch nochmal vielleicht der Unterschied ist zu zu Elasticsearch oder so, ist halt der, dass hier keine große Kardinalität halt vergeben wird. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Logs und Loki selbst passt auch nicht so viele Logs wie so ein Elasticsearch, der halt einen Full-Index macht. Das bedeutet halt, der geht halt durch die ganze Log-Nachricht halt wirklich durch und guckt dann halt nach allen Werten, versucht er halt Felder direkt rauszuparsen, standardmäßig. Ja, und jetzt müsste man hier den Regex nochmal wahrscheinlich ein bisschen besser anpassen, dass er das halt richtig matcht. Und dann kann man die einzelnen Felder auch nochmal darstellen lassen. Ja, und das ist dann, wenn es halt funktioniert. Ja, das Schöne ist halt, bei Vector können wir halt jetzt sehr viele Transformationen machen. Was mir auch aufgefallen ist, was wir letztes Mal gar nicht gesehen haben, ist halt, es gibt relativ viele und gute Dots. Und was noch ein Killer-Argument vom Vector ist, ist halt, genau, wenn man nämlich runterscrollt, gibt es noch so Advanced Guides. Und haben die hier ein einfaches Beispiel? Moment, ich gehe einmal auf eine andere Seite. Dating. Cool. Und zwar ist es halt so. Wo war es denn? Ich hätte das Beispiel schon mal gemacht. Ja, dann zeige ich es daran. Dass man halt auch direkt Unit testen kann. Also es bedeutet halt, Vector hat halt die Möglichkeit, in dem Sinne, man kann dann halt so ein Test-Log-Pattern einfach angeben. Ich kann mit Vector Test dann gucken, ob dieses Pattern halt dann drauf matcht und könnte halt dadurch halt auch einen CI-Einsatz machen, dass ich halt meine Vector-Konfiguration erst in CI teste, ob die Unit-Tests alle passen und dann deploy ich erst eine neue Vector-Konfiguration. Und das ist halt sehr schön. Das heißt, ich kann dann halt einfach gucken, wie die Tests halt in dem Sinne aussehen, kann halt den Input definieren und dann mache ich halt einen Acceptance-Test, wo ich dann sage, hey, dieses Feld muss halt da drin sein, das muss halt diesen Wert haben und das kann ich dann sehr straightforward halt am Ende dann nur noch mit Vector-Test aufrufen und dann testet der halt die Konfiguration durch und sagt halt dann auch, ob Sachen halt funktionieren oder nicht funktionieren. Das heißt, man kann halt auch dadurch leichter die Sachen testen als immer. Wir ändern das jetzt on the fly und gucken, ob das dann wieder funktioniert, was halt dann ein bisschen sehr Trial and Error halt am Anfang halt mäßig ist. Und ja, das ist halt noch ein sehr tolles Feature, was ich halt dann entdeckt habe, was ich dann halt auch für den Apache-Log dann genommen habe, um das halt so ein bisschen zu verstehen, wie die Event-Fields, weil da sieht man hoffentlich, da sieht man das nicht, ne? Nee. Ja, damit kann man halt in dem Sinne das Logging noch testen und darüber hat man dann halt auch so eine komplette Suite eigentlich, dass man halt mit Vector theoretisch dann halt das ganze Logging machen kann. Wir könnten das halt auch so weit setzen, dass wir halt die Topologie einfach höher setzen für einen größeren Stay, was wir letztes Mal schon besprochen hatten in die Richtung, dass wir halt davon ausgehen, dass wir dann vielleicht einen Vector-Instanz halt auf einem User halt pro Node deployen oder man macht halt so eine Aggregation von so Unified Logging. Und das ist ja auch das, wo Vector für auch eigentlich steht, dass man halt nicht nur eine Quelle anbinden kann, dass man mehrere Quellen anbinden kann und dann halt in dem Sinne die Vector-Instanz verarbeitet und das halt in dem Sinne in Rust geschrieben, Add of Time compiled. Ja, das ist jetzt in dem Sinne der Fix, den wir letztes Mal noch vergessen haben. Es war eigentlich am Ende echt, glaube ich, nur einfach ein User-Mod für die Gruppe setzen und dann hätten wir es letzte Woche auch schon gehabt. Was ich noch dann nebenbei noch rausgefunden habe für Loki oder so, also ich habe Loki mal im Debug-Modus gestellt und dann kann man darüber auch sehr gut überprüfen, ob es halt generell funktioniert und das könnte man sich jetzt mal in einem, das wäre nochmal ein anderer Topic, könnte man sich dann angucken, wie man die Log-Events noch auch traceable macht, weil Loki selber supportet auch Tracing. Das heißt, man kann halt auch die Zeitspanne, wann Vector in dem Sinne Loki aufgerufen hat und das dann weiter in das nächste Backend reingeht, unterstützt Loki von Haus aus halt schon und supportet direkt Jagger in dem Sinne für Open Tracing, wenn man Distributed Traces halt machen möchte. Den Modus kriegt man auch nur, wenn man Loki in Debug-Modus stellt. Dadurch ist mir dann aufgefallen, okay, da kann ich das nämlich sehr gut überprüfen, dass ich dann halt sagen kann, ich mache halt sowas wie dass ich dann halt, wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt einmal mir die Logs hole und halt einen Call mache, müssten wir jetzt auch irgendwo da sehen, genau. Da ist jetzt halt auch der Log für das Käffchen, was wir gerade aufgerufen haben. Das heißt, der Loki war auch letztes Mal schon eigentlich erreichbar. Man kann halt, es gibt halt auch einen Readiness-Check in dem Sinne, man kann auch über cur-ready in dem Sinne die Applikation auch abfragen, ob sie überhaupt funktioniert oder nicht. Was ich noch gemacht hatte, war jetzt halt das Helm-File nochmal in dem Sinne angepasst für den normalen Loki-Stack, damit wir es ein bisschen reproduzierbar kriegen. Und da habe ich einfach nur in dem Sinne den No-Port eingestellt, das Grafana, was wir letztes Mal auch auf Enable True haben, und halt den Log-Level einfach aktiviert im Stack. Und ja, dadurch haben wir es dann gelöst, dass es dann funktioniert. Ja, damit wäre ich schon diesmal jetzt durch in die Richtung. Weil ich glaube, man kann da noch sehr viel natürlich machen, aber müssen wir gucken, ob wir uns dafür nochmal die Zeit dann nehmen wollen oder uns halt ein nächstes Thema dazu angucken wollen, wie halt das Tracing, was ich dann nochmal interessanter fände, um halt zu sehen, ob es dann richtig funktioniert oder nicht. Weil jetzt war es halt so ein bisschen Try and Error am Ende des Tages, und dafür wäre es dann ganz interessant, wenn man das halt mit Tracing dann halt auch noch verbindet. Ja. Du hast das jetzt sozusagen hauptsächlich getestet irgendwie mit dem Docker Compose oder jetzt irgendwie dann auch irgendwie mit dem? Nee, das ist, ich habe es erst mit dem Docker Compose gemacht und wir hatten letzte Mal ja schon so einen K3S Node und ich habe das jetzt dann heute Mittag nochmal mit dem K3S einfach nochmal nachgezogen, weil ich dann wusste, okay, es liegt an was anderem und der größte Problem war bei Vector selbst, wie gesagt, nur die Permissions. Das ist auch nur nirgendwo dokumentiert. Das ist nämlich sehr gut, dass man das weiß. Oder man muss halt sonst wissen, dass man dem Vector einfach die richtigen Rechte auf die Log-Ordner geben möchte, wenn man nochmal Logs ausparsen möchte. Das habe ich aber in der Dokumentation noch nicht gefunden. Das könnte man dann auch noch contributen, wenn man das möchte. Aber sollte man auf jeden Fall contributen. Ja, also es ist halt einfach ein K3S, also ein Ketchup-Server. Ich habe einfach nur einen Befehl gemacht. K3S ab und dann die IP-Adresse und dann mit dem User drauf und bin halt dadurch dann auch durch. Also ich werde... Im Anschluss werde ich mich darum kümmern, dass ich die Junk nochmal einmal sortiert kriege und dann in schriftlicher Form, dass wir alle davon was auch haben, damit wir das auch nochmal ausprobieren können in Ruhe. Ja. Das ist jetzt eine einfache Instanz. Das Besondere an dem Vector, weil ich jetzt letztes Mal nicht dabei bin, auch nicht Zeit gefunden habe, das nachzulesen. Was ist das genau? Vector ist halt wieder ein anderer Log-Shipper eigentlich zum einen. Okay. Er kann halt aber auch noch mehr Transformationen entgegen. Das ist sogar, da habe ich schon ein Beispiel sehen, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, dass er auch noch mehr transformieren kann, dass er aus Log-Daten dann auch wieder Metriken extrahieren kann, für Prometheus dann anbieten kann. Ja, und er ist aber in Go geschrieben, ne? In Rust ist Vector geschrieben. Deshalb ist er nochmal schneller als Go. Also das heißt, dass der Vorteil gegenüber dem Fluent Bit. Fluent Bit ist in C geschrieben, glaube ich. Fluent Bit ist... Aber Fluent D ist aber in Go geschrieben. Nee, Fluent D ist in Ruby geschrieben. In Ruby? Ja. Und Fluent Bit ist nämlich mal nicht in C, aber der Nachteil ist halt bei Fluent Bit, dass du dann nicht so viele Sourcen hast, wo du so viele Transformationen machen kannst. Ja, das ist halt der Vorteil von Logstash, ne? Da ist halt alles drin. Genau, Logstash ist auch Ruby. Ja, aber nicht so performant. Ja, genau. Ruby. Ja, ist halt Ruby, ist genau, also hat halt Limitierungen. Ist zwar schön zu programmieren irgendwie, aber in dem Laufzeitverhalten ein bisschen träge. Ja. 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 Und wir haben halt generell zwei Event-Typen, also wir haben Loading oder Metriken, die wir damit verarbeiten. Das heißt, du suchst im Prinzip nach einem Ersatz irgendwie für den Prompt-Trail oder so etwas, was sozusagen relativ wenige Transformationen nur kann. Um eine strukturiertere Information zu bekommen. Genau, wir haben das, weil jemand, der Bernhard hat das, glaube ich, im Raum geworfen, dass wir das mal einfach ausprobieren sollen. Niklas hat sich dann gemeldet, wir probieren das aus. Und dann, ja, wie immer, ist klar, Masse. Ist halt interessant, was Neues, ja. Vor allem, was auch cool ist, was der kann halt schon direkt so Grok-Patterns für Grok-Parsing. Das können die meisten nämlich am Anfang immer nicht. Das ist halt dann ein bisschen... Ja, das kann Logstash halt per Excellence irgendwie. Ja. Im Prinzip rein, raus, irgendwie, was immer du willst. Das Problem ist halt nur, dass der eine Kiste abraucht. Weil die CPU irgendwie steigt. Ab einer bestimmten Grenzfrequenz oder so etwas geht das Ding dann steil. Dann musst du halt richtig skalieren, irgendwie über die Anzahl von Knoten und brauchst halt einen Service. Ja. Man kann es sogar auch extenden dadurch, dass man Lua-Code schreibt und dann über Hooks die Events nochmal transformieren kann. So, das heißt... Das ist ja, so meine Erfahrung. Man in dem redest du aber vielleicht lieber mit den Entwicklern, dass wir mal keinen Scheiß mehr bauen, oder? Also ich meine, was du da gerade erzählst, ist sozusagen massivste irgendwie Mangelverarbeitung, weil irgendjemand nicht gesprächsbereit ist. Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass du Logs bekommst, die du parsen musst oder anders verarbeiten musst. Also die Anfänge, die wir damals bei Icinga gehabt haben, war, dass wir halt Stack Traces einfach nach draußen geworfen haben und die Log-Parser-Admins hatten sehr viel Spaß, weil sowas wie Structured Logging, glaube ich, damals noch nicht gab oder zumindest in C++ kein gescheites Lib dafür. Das strukturierte Logging, kann ich dir sagen, gibt es halt den Großrechnern, die haben das erfunden. Das ist schon ein bisschen her. Ich bin halt schon sehr alt, aber das ist zwischendurch verloren gegangen. Also früher hatte jede Nachricht oder so etwas in dem Großrechner eine Nummer und die war ganz klar irgendwie typisiert. Dass das Chaos ausgebrochen ist, ist ein Unfall der Moderne. Kann ich nicht mitreden. Ich glaube, dass ich alt bin, aber wahrscheinlich nicht so alt. Ja, ich bin 55, mache seit 42 Jahren IT. Oh, ich fühle mich auf einmal so jung mit 37. Ja, siehst du? Sag ich halt, Jugend ist ja sozusagen wunderschön, aber manchmal ist es ein Hindernis. Ja, sag mal so, wir haben irgendwann Structured Logging als JSON-Logging mehr oder weniger entdeckt und haben festgestellt, wenn du mit Go anfängst, dann ist es deutlich einfacher, das einzubauen. Das kann zwar keiner mehr wirklich lesen, aber es ist halt einfacher parsbar. Und dann muss ja das Entwickler deutlich einen Mittelweg finden zwischen parsbaren Logs, lesbaren Logs, unterschiedliche Logtypen. Ist die Applikation dafür gebaut oder muss man die komplette Logger-Klasse dafür umschreiben und ungefähr 2000 Stellen im Code fixen? Das sind halt immer so die Herausforderungen. Ich bin jetzt auch kein besonderer Freund davon, Lua zu enablen, weil ich glaube, das kann man bei Redis auch machen, dass man dann alles, was du ins Redis reinschreibst, kannst du nochmal hooken mit Lua und dann alles umtransformieren. Das macht das Ganze halt nicht nachvollziehbar von der Außenseite. Ja, aber Lua kommt ja auch zurück. Es ist doch in Helm 3 ist es doch auch mittlerweile drin für das Templating. Ist ja auch relativ einfach einzubauen. Hat es das reingeschafft? Sie wollten es reinbauen, aber ich glaube, sie haben es nie eingebaut, oder? Niklas? Das ist nicht drin, Niklas. Das haben die nicht gemacht. Ja. Also, aber sie wollten es. Sie wollten es. Also bestimmte Leute wollten das und andere Leute haben Gott sei Dank beschlossen, dass sie das mal lieber nicht wollen. Meine Frage wäre gewesen, kann ich das ausschalten in Vector? Oder ist es die standardmäßig ein- oder ausgeschalten? Er ist halt für einen Agent. Dann will du mal anfangen. Was sagt denn? Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, kannst ja, man nutzt einfach dann nicht den Transformer davon und dann hat man das Problem nicht. Also, wenn wir halt in dem Sinne. Es muss ja niemand machen. Ich will es auch nicht als Feature verkaufen am Ende des Tages. Ich glaube halt, aber wenn man halt dann so Conditional Fields halt hinzufügen muss, macht das vielleicht echt schon Sinn. Weil so, Standard definierst du die. Du solltest wahrscheinlich, wenn du aus dem Security-Aspekt das Ganze betrachtest, die Konfiguration von dem Vektor irgendwo in Ansible, Puppet, sonst irgendwas managen oder halt dafür Sorge tragen, dass sie nicht verändert wird. Und wenn du dann halt sowas wie Type Lua einbauen musst oder möchtest, dann passiert das halt im Review-Prozess drinnen. Und niemand anders kann das einfach enablen, um dann halt irgendwas Böses damit zu machen, sagen wir so. Ja gut, also du schaffst halt nur so einen Angriffsvektor. Also es ist jetzt halt die Frage, wie omnipotent die Embedded Lua Engine halt ist. Das wäre interessant herauszufinden oder auszuprobieren. Dadurch, dass es ist in Rust, also es ist C++ ähnlich und Lua verträgt sich deutlich besser mit C++-Applikationen. Wird wahrscheinlich sehr robust sein, das Interface, denke ich mal. Also wahrscheinlich deutlich einfacher zu integrieren, also wenn du jetzt Embedded Perl oder Embedded Python versuchst in einer C++-Applikation. Hab das schon mal probiert, macht keinen Spaß. Es geht technisch natürlich. Ja, auch schon. Es gibt A-Lua, das ist Rust Bindings für Lua. Ich glaube in NS Client++, also das ist ein Monitoring Agent für Windows, kannst du A-Lua-Skripte verwenden. Das hat natürlich einen gewissen Vorteil, wenn du einen Daemon hast und immer wieder das gleiche Plugin oder das gleiche Binary ausführst, wenn du das halt embedded machst, dass du nicht immer einen Interpreter spawnen musst. Aber es ist, sagen wir so, das, was ich mit Embedded Perl in Icinga 2 probiert habe, weil in Icinga 1 ist es ja eingebaut, da musst du die Innereien das Innerste von Perl verstehen mit Stack und Register und Pop und Push und so weiter. Es geht dann auch schon alles, aber du bist halt deutlich eingeschränkt, wie du dann den Perl-Code schreiben kannst. Also manche Sachen gehen halt nicht. Und Lua ist, glaube ich, auch leichter, weil Lua hat ja, glaube ich, keine Klassen, oder? Lua sind ja nur Functions, oder? Ja, ist noch Putzlura. Ist auch deutlich leichter, ne? Das ist auf jeden Fall der Issue dazu, warum es Lua lebt. Das ist ein Wild. Ja, für Transforms, das macht schon Sinn. Also ich würde es wahrscheinlich auch so designen und bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Lua dafür verwenden würde, aber ich würde mir eine Sprache überlegen, die einfach ist für den User. Und dass er nichts in Rust oder in Go dafür kompilieren oder bauen muss. Ja. Aber da ist Lua perfekt, weil das Lua Cheat wird das sein, oder? Lua Cheat ist ja extrem schnell und ist halt wirklich extrem simpel. Ne? Ja, wahrscheinlich ist auch der große Benefit einfach davon, wie sie es hier auch beschrieben haben, dass sie einfach einen Reuse machen von vorhin alten Log-Parsern, dass sie nicht alles dann neu schreiben müssen, dass man das Lua einfach portieren kann, wie immer. Das ist ja ein großes System. Wo ich hätte es denn auch in eBPF gemacht. Schade. Was ist das? BPF sind Berkeley Packet Filter. Die sitzen auf dem Linux-Kernel. eBPF sind dann Funktionen, die im Kernel dafür da sind, um einzelne Pakete einzusetzen. Zu instruieren und sagen, ob das Paket flowen darf oder nicht. Das nutzt man dafür in Kubernetes gibt es halt Cilium. Zum Beispiel. Das ist halt ein Netzwerktreiber, der dafür da ist, nicht zu funktionieren, wie man will. Zumindest bei mir die letzten 2 Wochen. Die genau darauf aufsitzen und die schreiben so eBPF-Filter dafür, dass sie den Traffic davon analysieren können, dass man nicht nur sagt, dass sie den Content halt wirklich vom HTTP-Paket angucken und dann halt danach halt in dem Sinne aufschrauben und sagen, hey, du darfst da hin oder du darfst da nicht hin. Und dann geht es noch so weiter mit XTDP, das ist so ein weiterer Modus davon. Ja. Das klingt schnell. Das ist auch dann sehr schnell. Und das wird halt im Prinzip irgendwie für Rechner eingesetzt, irgendwie die mehrere 10-Gig-Interfaces haben und halt einen Monster-Traffic haben. Weil du hast dann keine Chance mehr sozusagen mit den normalen ARM-Stacks größere Operationen durchzuführen, die irgendwie sinnvoll sind. Das heißt, wenn du halt Sniffing machen willst im großen Maß in einem Rechner, dann bleibt dir nicht viel übrig. Mhm. Entweder du machst das oder du kannst es nicht tun. Das ist halt die effizienteste Art und Weise, Netzwerkfilter irgendwie einzubauen, und die Sprache selber, die da benutzt wird, ist halt sehr eingeschränkt. Also das heißt, die analysieren sehr genau den C-Code, den du da einhackst, mhm, ne, weil es halt im Prinzip auf Kernel-Level läuft. Ja, macht Sinn. Also das muss natürlich, ist klar, irgendwie, wenn da ein Fehler drin ist, ich meine, shoot in your head, ne? Das ist ganz schnell gemacht. Ja. Die Jungs, die das machen oder so etwas, die sind echt total fit irgendwie, aber natürlich auch ein bisschen abgespaced. Ne? Halt dann unter Kernel-Debugging, oder? Ja, du kannst dich schon mal darauf einstellen irgendwie, dass du besser ein bisschen mehr Ahnung vom Kernel hast. Ja. Ja, also da reichen oberflächliche Kenntnisse. Ich kann das installieren nicht mehr aus. Ne? So besser du weißt, was du da tust. Ne? Das wäre natürlich total sinnvoll, auch Logging auf diese Ebene irgendwie hinzukriegen. Ne? Aber die können ein paar Sachen auch nicht, irgendwie, weil du halt zum Beispiel, wenn du irgendwas mit Krypto machst oder so etwas, gibt es natürlich Spaß. Ja, also weil du kannst natürlich den Traffic irgendwie auf der Ebene nicht wieder encrypten. Ne? Das geht natürlich nicht. Kannst natürlich schon. Aber dann musst du ein Hooking machen aus dem Kernel heraus, weil halt die Codesequenzen, die für Kryptologie gedacht sind, irgendwie kommen in dem Prozesscode irgendwie im BPF nicht vor. Da kriegst du halt Spaß. Ne? Also das heißt, dann darfst du bestimmte Statements nicht mehr benutzen vom Prozessor, und dann musst du halt rauscallen. Ein Hook. Ein striktes Subset. Ja, genau. Es ist ein sehr striktes Subset irgendwie von Commands, die du überhaupt benutzen darfst, sonst gibt es halt Sicherheitsprobleme, und das wird halt vorher gescheckt. Und deshalb musst du natürlich dann auch, wenn den Rechner damit bewaffnest irgendwie, ne, dann musst du natürlich auch die CVEs genau checken und in der Lage sein, den Rechner sehr schnell zu verändern. Ja, also das heißt, da musst du natürlich dann, irgendwie, wenn es dann einen Bug gibt oder so etwas, dann musst du natürlich echt handeln. Das heißt, du musst deine ganze Farm updaten. Das klingt spannend. Das war so irgendwie, ne? Sonst gehst baden. Ja, dann haben wir ja ein kurzes Recap gemacht, nur von einer Dreiviertelstunde. Oh. Werden zeitlich immer besser. Also, ich kenne einen Podcast, der wird alle 2 Wochen, der geht immer 3-4 Stunden. Also wir sollten vielleicht das Format extenden. Dann wird es noch länger. Ja, ich habe nichts gegen Extenden. Es ist nur so, dass manche nicht ewig lang Zeit haben. Deswegen habe ich es für eine Stunde mal angesetzt. Oder halt die 50 Minuten, die immer eine Stunde werden. Weiß nicht, ob ich es versandt habe, bist du im Grafana heute schon mal unterwegs gewesen? Wo? Im Grafana? Ja, um die Logs, die anzuzeigen. Ja, doch. Ja. Das war die Anzeige. Ah, dann hat mein ich habe hier ein Crawl, also können wir weg zu Topic. Ich hab vorhin nämlich ein bisschen mein eigenes Curl reingeschossen, und ich war mir nicht sicher, ob die IP-Adresse stimmt. Ich habe eine neue, weil ich eine neue Node suche. Achso, ja, dann... Das ist die IP-Adresse. Das war Security First. Naja, das ist einfach... Warum soll ich die eine Woche laufen lassen? Ja, das haben wir ja eigentlich exakt renumbern, weil sonst kommt jemand auf blöde Gedanken. 81. Ich kann die auch einfach schicken. Ja, stimmt, ich bin eigentlich... Das wäre zu einfach. Ja, aber ich bin doch hier jetzt dieses Chat-Ding nicht doch da. Können wir vielleicht IPv6 machen und abschreiben lassen? IPv6 ist aber, hast du mir können wir auch gerne machen. Also ich habe IPv6 nativ, ich habe damit kein Problem. Ich habe nur... nur wenn es blöd wird, dann lasse ich Reverse-Pointer konfigurieren in DNS-Zonen für IPv6. Das macht keinen Spaß, wenn du das händisch im Kopf umdrehen musst für Subnetze und kein Tool hast, was das für dich machen kann. Da gibt's bestimmt schon eine Web-App. Ja, wir haben damals mit Bind und VI-Zone gearbeitet, was ein Wrapper war, der dann nur einen NameD-Zone-Check danach gemacht hat, aber nicht recht viel mehr. Aber ja, mittlerweile gibt es ja PowerDNS und CoreDNS und schieß mich tot. Also ich würde mir jetzt nirgendwo mehr ein Bind installieren und versuchen, das Ding zu managen, außer vielleicht automatisiert. Ja. Jo. Nee, das Grafana hat mich insofern irritiert, weil es im Endeffekt ausschaut wie ein Terminal, wenn man sich das Log anschaut. Schwarz. Ja, also das ist halt der Punkt, dass hier jetzt halt die Message halt komplett drin steht. Und das ist auch so UI-technisch nicht so schön wie bei Elastic. Oder vielleicht benutzen wir das einfach noch nicht richtig. Oder ich habe es nie verstanden, wie man es richtig benutzt. Weil du hast ja jetzt nur die Möglichkeit in dem Sinne, hier nach zu filtern und dann zum Beispiel zu sagen, gib mir mal bitte alle Logs, so wie bei Prometheus, die dann halt folgendes Label haben, Forwarder, und dann kriege ich halt den Vector und dann kriege ich halt die Logs. Und dann sind hier die Nachrichten, aber ich kann jetzt nicht auf inhaltliche Sachen halt checken. So wie bei Tibana ist halt keine Full-Text-Search-Engine. Also das heißt, bei Tibana kann ich ja so Sachen machen, gib mir mal einfach jetzt alles mit der 8080, ich glaube, das geht nämlich nicht. Das ja, dass genau. Du halt so eine Map zum Beispiel zusammenbaust, um mit GeoIP dann rauszufinden, wo kommen die genau. Apache-Logs her. Ja, ja das macht dir das Elastic hier selbst. Das brauchst du nicht einmal mehr nachschauen. Genau, aber die ersten Versionen, ich glaube Elasticsearch 5 oder so, da war das eins von, ja. von den angepriesenen Killer-Features quasi, dass das jetzt geht. Und mittlerweile ist wahrscheinlich Machine Learning oder irgend sowas. Ich weiß auch nicht ganz, wo Grafana dahin möchte, mit einfacheres Feature-Set, aber von der Usability her ist es halt dann schwierig. Also wen das interessiert, wie man so ein Elasticsearch für sich selber bauen kann oder so, es gibt einen coolen Blogpost dazu, wie man eine Full-Text-Search-Engine selber bauen kann in Go, und der erklärt so die Konzepte dahinter ein bisschen, wie das halt funktioniert, und geht halt dann weiter, wie ein Index dann aufgebaut wird, die Textanalyse vom Tokenizer, und da kann man dann so ein bisschen verstehen, wie Elasticsearch funktioniert. Also man wird nicht dann komplett verstehen, wie Elasticsearch im Grunde dann im Detail aktuell funktioniert, aber wie generell diese Engine, die unter Elasticsearch halt läuft, Lucene, was sie halt überhaupt macht. Das ist fürs Konzeptverständnis eigentlich mal sehr schön. Ja. Kannst du den Link posten? Gerne. Das ist sehr interessant. Ja, aber der Michael möchte es unbedingt nächste Woche herzeigen. Er hat ein neues Elasticsearch 2 gebaut. Das schneller, besser und mit Lua. Ach, in Lua. Ich habe gedacht, jetzt wenigstens so in Assembler oder WebAssembler im Browser. Das hatte ich zur Schulzeit. WebAssembler in Go. Oder in Rust. Ja, stimmt, in Rust kannst du das machen. Aber in Go geht WebAssembler auch. Also das geht. Ja, welchen Assembler? Risk-Assembler oder anders? Ja. Jeden eine spezielle Datei. Solange es der Browser kann, ist okay. WebAssembly. Ja. Ja. Ja, also, dann kannst du es in dein Kubernetes-Cluster deployen, dann kannst du es anschauen, deinen Assembler-Code. Live. Und sehen dann auch live, wie er nicht funktioniert. Cool. Ja. Das war aber interessant. Also ich habe noch nichts mit WebAssembler gemacht. Ist aber, sag mal, schaust du mit WASM, also mit WASI. Also WASM ist ja nur, also WebAssembly ist ja nur quasi Integer verarbeiten, sonst gar nichts. Und dann brauchst du noch WASI, das ist die System Integration, damit du mit Files und Folders reden kannst. Ah, Scheiße. Aufpassen. WebAssembly ist Integer rechnen, das war's. Ja. Und WASI ist jetzt quasi die nächste Variante, weil jetzt musste jeder seine eigene Runtime bauen, ja, also M-Script-Runtime und Schlag-mich-Runtime. Und WASI ist jetzt quasi, WASI ist quasi dann der Aufsatz, dass das quasi standardisiert ist, und das macht dann WebAssembly eigentlich. Es kriegen irgendwelche Firmen kostenlos Werbung. Ja, genau. Machen wir WASI, genau. WebAssembly System Interface ist das. Ah, okay. Das ist dann das Bindeglied und ab dem Zeitpunkt wird es sehr interessant, weil ab dem Zeitpunkt kann theoretisch eine Programmiersprache mit der anderen reden. Theoretisch. Wird sicher im Detail scheitern teilweise, aber... und es gibt wenigstens was Beispiele. Ja. Das heißt, wir konnten da Lua in Go embedden und das Ganze dann WebAssembly taufen. Genau. Und übrigens Conan, was ich vor 2 Wochen hier gezeigt habe, hat AIM-Skripten eingebaut. Also du kannst auch dort AIM-Skripten kompilieren. Also C++-Code nehmen und über Conan AIM-Skripten kompilieren. Das geht. Schreib nach einem zukünftigen Thema. Ist aber eine eigene Nummer. Ja, wie viel Stunden brauchst du? Also, wir können ja was rekorden. Ja, aber da brauche ich, glaube ich, Tage, nicht Stunden. Aber spannend ist, WebAssembly ist theoretisch kann es Shared Libraries, aber es ist eigentlich mehr darauf ausgerichtet, static compiled zu sein. Das ist auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen ein Problem. Ich habe bis dato noch kein einziges Beispiel gesehen, das Dynamic Libraries mit WebAssembly macht. Zumindest im produktiven Einsatz. Aber es ist ein sehr, sehr vielversprechendes Ding, weil der Entwickler hinter Docker gesagt hat, hätte es WebAssembly zu dem Zeitpunkt schon gegeben, hätte er Docker nie gemacht. Das war mal ein Tweet irgendwann einmal in den letzten Monaten. Ja. Provokant, aber ich verstehe, was er meint. Ich nicht. So. Was wollen wir denn nächste Woche machen? Ist der zweite Kärntner wieder aus dem Urlaub da? Der Mario wäre heute da gewesen, hat aber einen anderen Termin gehabt. Theoretisch sollte er nächste Woche da sein, ja. Aber ja. Da bin ich dann weg. Oh. Also ihr seht mir dann erst in 3 Wochen wieder. Das Core-DNS-Debugging ist im September. Anscheinend, ja. Da wäre ich dann aber weg. Ne? Nun, dass wir auf alle warten, die Taktik brauchen wir nicht versuchen, weil dann machen wir Core-DNS 2022 oder so. Der Marcel wollte was vorstellen. Der wollte was zu Grafana und JSON.NET machen. Die Frage, ob er Zeit hat. Ja, dürfen wir nochmal anpinnen. Stimmt. Weil JSON.NET geht ja halt... Was ist genau JSON.NET? Ich habe es schon gesagt, ist das eine Template-Engine? Mäßiges? Ich habe es selber noch nicht verstanden, deshalb bin ich da sehr gut drauf gespannt. Schaut aus wie eine Template-Engine. Nicht googeln, das schauen wir uns separat an, das ist ein Timesync. Okay. Oder als Variante, ihr könntet ja, ich habe ja jetzt gestern auf den Tweet geantwortet von Michael Irwin. Ihr könntet nächste Woche theoretisch zu GitLab und Token Permissions Validation diskutieren. Ich glaube, das ist einmal ein allgemeines Thema, ich glaube, das war sicher interessant. Bin zwar leider nicht da, aber das stört ja nicht. Vor allem sehr spannend, weil das geht auf diesen Bot-User raus, dass es in GitLab noch kein Konzept eines Bot-Users gibt. Ja. Weil er hat im Prinzip die Problematik, drückt sich irgendwo natürlich an. Doch, gibt es aber, den Bot-User. Alpha-State, wenn du es in Feature enablest, gibt es Project Access Tokens mit Scope. Okay, weil ich habe nicht reingeschrieben, ob er es online jetzt hat, das Repo oder bei sich lokal irgendwo. Ich hatte ihm darauf auch geantwortet. Also ich war mir jetzt nicht sicher, ob er halt den Store des Tokens rauskriegen will oder halt nur die generellen Permissions, weil das kannst du über die Project Members halt auch rauskriegen. Ja, aber ich glaube, er wollte wirklich jeden Einzelnen, er wollte wissen, kann API readen und was über das. Also wenn man es richtig versteht, also wenn ich es richtig interpretiere, glaube ich, will der schon wissen, exakt, also nicht welcher Project Member kann, sondern darf der, keine Ahnung, darf den seinen Token auch API lesen und solche Sachen. Genau, also ich habe es so verstanden, er hat einen speziellen Token und er möchte, bevor er jetzt mit dem irgendwas macht, überprüfen, was der Token kann. Er bräuchte aber jetzt für das, was du jetzt wieder gesagt hast, Niklas, einen eigenen User, mit dem du jetzt dann wieder die ganzen Abfragen aufs GitLab machst, um dann umgekehrt nachzuschauen, okay, wo ist der jetzt überall berechtigt, aber die Ausgangsbasis hat er ja nicht. Ja. Er hat einen Token und möchte, bevor er was tut, damit wissen, ob er das überhaupt darf. Weil sonst würde er im Prinzip jetzt damit enden, dass er mit irgendeiner, keine Ahnung, der Token darf jetzt zum Beispiel ein Git-Repo anlegen, ja, dann müsste er zuerst jetzt testweise ein Git-Repo anlegen, um rauszufinden, ob er ein Git-Repo anlegen darf. Ja. Und das will er eigentlich vermeiden, so habe ich es verstanden. Ne? Genau. Das Problem ist aber nur, verwiesen auf das eine Ticket. Das Ticket habe ich mal durchgelesen. Ich weiß noch nicht, was ich auf den Tweet antworten soll, deswegen habe ich bisher nichts geschrieben. Das ist eine Security-Geschichte, dass du halt mit einem Token dann anfängst, Sachen auszutesten und dann feststellst, hoppala, mit dem Token habe ich ja Root-Rechte und mache dann halt böse Dinge. Also du musst halt immer in die Angreiferrolle hineinversetzen. Deswegen ist wahrscheinlich die Sandbox halt nicht verfügbar. Aber deswegen war es interessant mit dem Bot-User. Weil es ist schon ein Unterschied, ob du einen Personal-Token hast oder ob du einen, wo du explizit weißt, es ist ein automatischer Service. Das macht ja auch einen gewissen Unterschied auch noch. Schon, ne? Für den Angreifer nicht, glaube ich. Nee, das ist egal, ob es ein Bot ist. Das wird ziemlich gleiches Problem sein, ja. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Ich hab noch einen Slack-Thread zu dem Thema, den muss ich noch beantworten und dann überlegen, ob man nur sinnigerweise was auf den Tweet antworten kann. Das ist halt die Frage, wofür er es braucht. Nein, ich glaube eine Integration, aber er hat ja eh geschrieben, er schreibt was drunter auf dem Issue, wenn ich es gerade finde. Das, was ich halt machen würde, wenn ich nicht weiß, was für Permissions der Token hat und ich weiß, wo ich ihn konfiguriert habe und er klärt mir, dann resette ich den Token, baue einen neuen mit den richtigen Permissions und roll den drüber. Nein, ich glaube aber nicht, dass es um das gegangen ist. Ja. Vermutlich geht es um die normale Diva-Geschichte, dass du halt einen Token von jemandem anders kriegst und dann geht aus irgendeinem Grund Repository nicht. Aber zum Beispiel, ja. Wir können ja mal schauen, was sich auf dem Tweet heraus ergibt und dann quatschen wir halt nächste Woche kurz drüber, beziehungsweise ihr könntet ja auch alle einfach das, was ihr denkt, beziehungsweise was an Links nochmal rumflattert auf Twitter und so, einfach in die Agenda dann reinschmeißen, die ich dann gleich wieder aufmache. Ich hab das Ticket gefunden. Uah. Habt ihr eigentlich mitbekommen die Woche, dass Netlify jetzt auch Private GitLab Repositories anbinden kann? Auch von Self-Hosted Instances? Das ist richtig cool. Das ist cool, ja. Aber ich habe es jetzt auf Com immer noch liegen. Netlify ist schon ein interessanter Service. Soweit ich weiß, läuft das alles nur auf Docker-Container, das CDN. Hm. Und Einzig, was mich auch noch geschreckt hat die Woche, war das mit den Multifaktor und den GitLab Free-Usern. Was? Dass man ja jetzt, wenn du GitLab.com Free-User bist, kein bezahlender Nutzer, dann setzt dir der Support ab 15. August im Falle, dass du alle Backup-Sachen verlierst, auch deinen Account nicht mehr zurück. Der ist dann quasi tot. Ja, wenn du dich aus Multifactor aussperrst. Mir war das gar nicht bewusst, dass der Support das wieder zurücksetzen kann. Also ich habe meine Restore Keys ausgedruckt und irgendwo in den Schrank reingesperrt. Genauso. Dann natürlich die Frage, aber Security-technisch ist wie weit verbreitet das Ganze ist oder wie groß das Verständnis für Multifactor ist. Also, ja, vor allem ich glaube auch, du hast dann auch die Wahrscheinlichkeit, ich habe es im Forum reingeschrieben, ich glaube, dass du wahrscheinlich dann sogar das Problem kriegst, dass sich Nutzer wahrscheinlich dann zweimal überlegen, weil es ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlicher, dass du dich selbst rauskickst, als dass dich die andere rauskickt. Die Frage ist natürlich, Ich kenne das von GitHub, dass bestimmte Open-Source-Projekte dich nur ins Team reinlassen, wenn du Second Factor hast. Mhm. Also dass es quasi im Endeffekt vom Projekt oder von der Firma oder von der Gruppe quasi erfordert wird, dass du Second Factor hast. Und dann musst du halt wirklich drum umschauen und drum kümmern. Ich weiß jetzt nicht, wie weit verbreitet das die allgemeine Stimmung ist oder die Meinung ist, dass man das braucht. Ich habe die letzten Wochen und Monate einige Hacks gesehen, wo man gedacht hat, so, Gott sei Dank habe ich Second Factor auf meinen Accounts drauf. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Diskussion ausgebrochen, weil ja auch Handynummern nicht gehen, also SMS oder so, mit dem Argument, dass es in manchen Ländern nicht sicher ist. Ja. In Deutschland ist es auch kein, also SMS ist kein zweiter Faktor, weil das unverschlüsselt einfach übers Netz geht und du das einfach mitstrappen kannst. Ja, aber ich verstehe es aber es ist halt schwierig, weil Multifaktor, umso mehr Faktoren, umso besser. Und die Codes sind das eine, die Backup-Codes. Aber umso mehr Faktoren, umso besser. Ja. Ja, aber du hast ja nur, also das ist ja nur ein Second Factor eigentlich immer. Du machst ja keine zwei, also du musst ja nicht mehrere, also du musst ja nicht sagen, dass du ein Set hast, dass du 2 von 3 oder so der Faktoren dafür musst, sondern du hast dein Passwort und nimmst dann einen zweiten Faktor. Genau. Das heißt, das ist ja schon das Prinzip von Keybase, oder? Heißt das so? Ja, glaube ich. Kennst du das? Keybase ist so ein Chat, der mit beliebig vielen Faktoren quasi funktioniert. Achso, um sich zur Identität zu proven, ja. Das genau, habe ich sehr interessant gefunden, weil da kannst du natürlich, wie sagt man, da komplexere Szenarien aufbauen, die trotzdem jeder Faktor für sich muss gar nicht einmal so stark sein. Ne? Ja, ich habe auf jeden Fall, ich weiß, wie man das sehr gut bypassen kann, den zweiten Faktor. Wenn man OnePassword hat, weil OnePassword kann auch OTP, und dann kann man mit OnePassword einfach sein Passwort nur eingeben, dann macht er automatisch auch den Token, damit verlierst du eigentlich den zweiten Faktor. Ja, aber die Diskussion, ich muss einen Link rausholen, die Diskussion haben wir mit dem OnePassword Twitter-Account geführt. Und es war dann sehr interessant zu lernen, weil OnePassword hat diese Funktionalität auch, dass du halt einen Token zusätzlich zum Login generieren kannst. Ich verwende das zwar nicht, aber also ich habe mein Authy und dann habe ich noch einen YubiKey als Alternative, also dort, wo es halt geht. Und generell ist halt überall, wo es geht, Okta als SSO drinnen. Also ich bin wahrscheinlich doppelt und dreifach und zehnfach abgesichert, was meine Accounts betrifft, und es ist ultra kompliziert. Aber anscheinend ist es durchaus gewollt so, dass du halt im Endeffekt ein OnePassword dann dein Token drinnen hast. Ja. Also macht für mich durchaus Sinn für Accounts, wenn man jetzt auf Twitter sich wieder umschaut, wenn man, keine Ahnung, gescherte Accounts hat, keine Ahnung, so wie wir jetzt mit Mario theoretisch das No-Risk, wenn man da einen Twitter-Account hat, ja, und man möchte den zweiten Faktor aktivieren, hast du ja, wenn du mehr als eine Person bist für so allgemeine Accounts, ja, hast du ja die Schwierigkeit, dass du das nicht einmal kannst, ja, weil es halt meistens auf irgendein Device gebunden, ja, wenn du aber mit OnePassword arbeitest, ja, dann hast du wenigstens die Möglichkeit, auch den zweiten Faktor dann zu scheren. Ja? Klar, du verlierst natürlich mit der Eingabe des OnePassword-Passworts, was du ja nur einen Faktor hast, der den zweiten Faktor, aber ist halt immer nur die Frage. Ist ein Faktor oder kein Faktor? Wie theoretisch das dann ist, ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand rausfindet, wer jetzt der Halter des No-Risk-Accounts ist und dass derjenige dann auch OnePassword für den zweiten Faktor verwendet, um dann wieder in diesen Account einsteigen zu können, ist aus meiner Sicht schon sehr gering, ja, dass das jemand so auf diese Art und Weise dann rausfindet. Ja. Aber ja. Aber ich habe dann trotzdem einen zweiten Faktor beim Account, und das ist für mich dann mehr Sicherheit als, ja, also gerade für gescherte Accounts. Ja. Ja, das ist halt zum Beispiel beim Docker ist das halt nervig, wenn man einen zweiten Faktor hat, weil dann kann man nicht mehr die API so benutzen, um zum Beispiel die READMEs automatisch abzudaten. Mhm. Deshalb muss ich dann überlegen, deshalb haben auch voll viele einfach einen zweiten Account, obwohl das eigentlich verboten ist, nur so ein Bot-Account, damit die halt die Sachen dann alle updaten können. Ja, ich sehe im Endeffekt, da kommt eine Wespe. Bei GitHub und bei GitLab ja nichts anderes. Ja. Im Endeffekt dann druckst du halt einen Access-Token, den du dann brauchst, wenn du mit der Konsole arbeiten willst, ja, und hast da wieder keinen zweiten Faktor, sondern nur mehr einen, ja. Fun Fact, wusstet ihr, dass ihr als zweiten Faktor, wenn ihr ein MacBook habt, mit Fingerprint, könnt ihr den Fingerprint-Sensor als zweiten Faktor nehmen. Mhm. Mhm. Und wahrscheinlich zukünftig auf Face ID. Wobei, ich weiß nicht, ob das auf die aktuellen MacBooks kommt. Ja. Aber ich habe euch im Chat, und ich werde es dann auch in die Agenda oder in den Blogpost verlinken, die Diskussion mit über OnePassword und 1,5 Factor Out oder wie auch immer. Da ist nämlich auch eine Diskussion dann in ein Forum rein. Ich weiß es nur gerade nicht mehr genau, was dann der Outcome davon war. Das heißt, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich nichts. Ja. Also ich glaube, es ist auf das hinausgelaufen, weil ich glaube, ich habe das damals auch mitverfolgt, ja, nur lesenderweise, ja. Das OnePassword gesagt hat, ja, es ist natürlich, obliegt dem User zu tun, was er tun möchte, ja. Und ob du dann jetzt OnePassword vertraust und dort mit einem Passwort dich anzumelden, was auch wieder nur theoretisch richtig ist, ja, um dort dann den zweiten Faktor zu haben, oder ob du den zweiten Faktor dann rausnimmst aus dem OnePassword, das obliegt dann dem User, ja, zu bewerten, ob er das für sicher hält oder nicht. Ja. Also so habe ich das mitgenommen aus dem Tweet. Ja. Ich glaube, so wie bei den Zertifikaten und bei diesem Security-Ding, der Key einfach, da, um die Systeme sicher zu machen, ist, die automatisiert zu haben und dass die Sachen einfach viel schneller rotieren. Mhm. Weil, also ganz ehrlich, ich weiß auch nur mein eines Passwort noch von meinem Passwort-Safe und von meinem Solo-Key. Genau, ja. Und das war's. Und dann rotiere ich einfach viel öfter. Ich weiß gar nicht das echte Passwort, was das aktuelle ist. Und dann ist das, glaube ich, auch nicht mehr so ein Problem. Weil warum gibt es jetzt halt auch diese Browser-Bewegung, dass die Leute sagen, wir stellen keine 10-Jahres-Zertifikate mehr aus, weil ich glaube, das ist ab 1. September, dass man dann nur noch 60 Tage oder so haben darf für ein Zertifikat, was man ausstellt. Na, ein Jahr. Oder ein Jahr, okay. Ein Jahr, na, also so hart wie Let's Encrypt gehen sie nicht vor, ja. aber das wäre bei manuellen Änderungen schon heavy, ja. Alle 60 Tage was zu ändern. Ja, das steht auch bei manuellen Heavy, wenn du einfach so einen großen Stale, so wie ihr, wo du einfach so viele Hosts dann patchen musst. Richtig, ja. Nur dann bist du ein Jahr fertig, dass wir von vorne anfangen, wenn das nicht automatisch geführt wird. Ja. Das ist richtig, ja. Das führt vielleicht zu Umdenken von Leuten, die sagen, ja, das machen wir irgendwann oder das ist nicht wichtig genug. Ja, wenn es weh tut, dann ist es auf einmal wichtig genug. Das Problem ist halt, es muss halt wehtun und an der richtigen Stelle wehtun, und wann tut es weh, wenn es der Techniker nicht ausführt zum richtigen Zeitpunkt. Ja? Also wenn, dann tut es dem Techniker weh, aber nicht dem oberen Chef. Dem Chef tut es erst dann weh, wenn es der Techniker unten nicht vollzieht. Ja? Und selbst dann ist immer nur die Frage, wie weh es dann getan hat. Ja? Das Bauernopfer ist dann meistens der ganz unten sitzt, leider. Richtig. In beiden Fällen. Wenn er es nicht macht, ist er als Bauernopfer, und wenn er es schon macht, ist er als Bauernopfer, weil dann hat er die Arbeit. So oder so, der unten hat die Arbeit. Gibt es eigentlich Private ECME? Gibt es Private ECME Server? Ja, gibt es, habe ich rausgefunden, weil ich das gesucht habe. Es gibt StepCA, nennt sich das. Das würde ich auch gerne mal vorstellen oder mal ausprobieren, weil das interessiert mich selber. Weil das kann man mit dem Zertmanager in Kubernetes verwenden, dann kannst du dir selber automatisch Zertifikate ausstellen. Es gibt auch, wie heißt der Webserver? Caddy-Server. Caddy, ja. Der ist auch in Go, ziemlich cooler Webserver. Und der ist ja mittlerweile Gott sei Dank endlich eine normale Open-Source-Lizenz worden. Und der hat, glaube ich, auch einen ECME-Server eingebaut. Das ist einer der fortschrittlichsten Webserver, die ich jemals gesehen habe, weil der kann, glaube ich, alles hosten. Und der, glaube ich, hat auch ein ECME eingebaut. Also ECME mit Kubernetes würde mir sehr stark interessieren. Genau, ja. Man könnte der Zertbot ist ja, glaube ich, auch so weit offen, dass er mit allen ECME-kompatiblen Services reden kann. Also auch den Zertbot könnte man damit verheiraten, dann, glaube ich. Aber wenn du Caddy-Server nimmst, als Reverse-Proxy, Caddy hat es eingebaut. Du brauchst keinen Zertbot, der macht von alleine. Schon klar, ja. Schon klar. Apache mittlerweile, ja. Und den Caddy, der ist auch dafür gebaut worden, dass du ihn über API konfigurierst, ohne neu zu starten. Also das Ding ist ziemlich cooles Zeugs. Ist nicht so weit verbreitet, weil der hatte in der 1er-Version eine etwas eigenwillige Open-Source-Auslegung. Nennen wir es mal so. Eine Nein, Apache-License, aber es hing davon ab, wenn du selbst kompilierst, dann darfst du das frei verwenden. Wenn du die Binary-Service verwendet hast, ja, damit die Plugins drin sind, dann musstest du es aber bezahlen. Und das hat der Gott sei Dank mit KD2 komplett aufgelöst. Ja. Finde ich okay. Ist ein super genialer Webservice. Also du bist zu wenig konfiguriert wie überhaupt noch nie. Ja. Und ist halt wirklich sehr, sehr fancy. Und seit der den ECME, also der ist, glaube ich, auch der Owner von der ECME Implementation in Go, also einer der meistgenutzten. Das ist schon ein ziemlich cooles Ding. Also, kennt ihr auch noch mkcert? Das ist so ein Tool von Philosotal, womit du halt deine eigene CA aufbauen kannst. Der installiert jetzt dann in alle Browser und so rein. Das kannst du zum lokalen Development, ist das super, dann hast du die CA drin. Und jetzt habe ich einen coolen Blogpost gefunden, womit der dann sich einfach die Root-CA mit den Keys einfach in den Cert-Manager reingibt. Und dann halt kannst du fürs Development einfach eine selbstsignierte komplette CA haben. Du musst dich nur darum kümmern, dass es noch auf die Nodes kommt. Sofern du nur mit dir selbst developst, ist das ja okay. Ja, oder du musst es halt dann in jedem anderen System injecten. Da habe ich ja überlegt, man macht einfach Docker-Container, den einmal nur so One-Shot startet und der installiert das Zertifikat an die richtige Stelle. Er hat das böse Wort gesagt, injecten. Weil eigentlich macht es ja keine Probleme. Ja. Eigentlich. Ja, das ist das Entwicklerwort. Eigentlich geht's ja. Also ich hätte auf jeden Fall Lust darauf. Also es interessiert mich immer. Wir können es auch gerne. Schau da den Caddy an. Ich glaube, dass das. Also ich muss sagen, ich hätte am liebsten am Anfang gleich für alles verwendet, ja? Weil auch in Windows ganz normal funktioniert. Man glaubt es kaum. Aber diese Lizenz hat mich am Anfang abgehalten. Vielleicht schauen wir sich den Caddy einfach gemeinsam nächste Woche an. Ohne dass wir jetzt was lesen. Also ich weiß, dass der Niklas jetzt gleich wieder alles lesen wird, aber so Zertifikate, ACME und andere Geschichten sind doch sicher interessant für alle anderen. Ja. Leider kann ich es mir nur anschauen. Ja, weil dann in jedem zweiten Satz dann Bernhard, oh, wo ist der Bernhard? Oh, der Bernhard ist nicht da, das ist aber schade. Wir machen einfach diese Beispiele, wenn der böse Einbrecher, wenn Alice und Bob, wir tauschen dann einfach Bob durch Bernhard aus. Dann bin ich quasi mit dabei, perfekt. Ja. Also ich hab's mir freigeholt. Wer ist nochmal die dritte, der Injector Mallory oder so? Meistens in der Institute, ja, Mallory, glaube ich. Ja. Oder Pinky und Brain. Ja, ich nehme immer gerne Scott und Tiger. Also wer jemals irgendwann was mit Oracle zu tun gehabt hat, der kennt Scott und Tiger. Habe ich zu wenig mit Oracle zu tun gehabt. Okay. Glücklicher. Was mich noch interessieren würde, ist, was der Carsten die ganze Zeit redet. Winken. Auf jeden Fall nicht mit uns. Genau. Ja, weil dann würde ich nämlich für heute einmal Schluss machen, also offiziell Schluss machen, und wir schauen sie nächste Woche einfach ACME, Caddy, Debug Stories, Schieß mich tot, WebAssembly, was auch immer das uns halt einfällt. Schauen wir sie dann einfach an. Passt. Auf Wiedersehen.